Sehr verehrte Damen und Herren, lieber Armand, es freut mich vor allem, dass hier 24 junge Menschen da sind. Es sind nicht Kinder, es sind junge Erwachsene. Es ist nur ein Fehler, sie sitzen in der letzten anstatt in der ersten Reihe. Das ändert mir jetzt aber nicht. Ich glaube, Sie hören mich trotzdem. Ich möchte zu Ihnen sprechen, weil die vordere Generation, wie Herr Pfister schon gesagt hat, eigentlich mental Konkurs gegangen ist. Also nichts mehr zu sagen hat. Es ist auch nicht euer Bier, liebe jungen Menschen, sondern es ist eure einzige Chance. Es ist eure einzige Chance. Es ist nicht euer Bier, ihr seid nicht daran schuld, aber ihr könnt vielleicht noch etwas machen, obwohl ich zwar nicht Pessimist, aber Realist bin. Ich bin Forstingenieur, aber ich spreche Ihnen nicht von den Waldbränden. Das ist ein wichtiger Faktor. Herr Pfister hat es schon erwähnt und Herr Speiser wird noch darauf zurückkommen in ganz interessanter Art und Weise. Also ich spreche nicht vom Wald, obwohl ich am letzten Freitag den großen Bindingpreis entgegennehmen durfte für meine Waldvisionen und die NZZ hat geschrieben, ich hätte halt in meinem Denken eine um Jahrzehnte vorausschauende Vision. Deshalb kann ich Ihnen heute keine gute Botschaft vermitteln. Aber ich möchte Ihnen klaren Wein einschenken. Ich habe in meinem Leben viele Bäume gepflanzt. Ich war daran beteiligt, wie 1 Milliarde Bäume gepflanzt wurden in Kenia, in Ruanda, Nepal, auch ein paar in der Schweiz. 1 Million Bäume, das sind etwa so, 1 Milliarde Bäume, das sind etwa so viele Bäume, wie es in der Schweiz hat, in meinem Leben. Ich bin pensioniert, 74 Jahre alt, ich pflanze keine Bäume mehr. Aber ich schaue zu, wie pro Jahr 1 Milliarde Bäume verschwinden, pro Jahr 1 Milliarde, brennen ab, zu Asche, Rauch, macht das Klima schlecht und ist unschön anzuschauen. Verbrennt die Tiere, macht das Holz kaputt, aber erzeugt wunderschöne Schlagzeilen in den Medien. Gut, das Weltklima ist uns nicht gleichgültig. Das Weltklima ist uns nicht gleichgültig. Das zukünftige Klima ist der Welt? Fragezeichen, Fragezeichen. Fragezeichen, das zukünftige Klima ist der Welt egal. Egal, ist der Welt egal. Dann hilft auch die Klimakonferenz in Warschau nicht. Der Welt ist das egal. Das ist die Realität. Was sagen Sie dazu? Was sagen Sie dazu? Warum ist das so? Warum ist das so? Ja, darf man ja fragen. Die Temperatur der Erdatmosphäre wird unaufhaltsam steigen. Das hat der Pfister mit Vorsicht
und akademischer Präzision schon aufgezeigt, aber die Konsequenz ist, und da wird mir Herr Pfister nicht widersprechen, die Temperatur der Erdatmosphäre wird unaufhaltsam steigen. Man rechnet bis zum Jahrhundertende mit 4 bis 5 Grad. Die Ozeane erwärmen sich langsam, langsam, aber sicher und bleiben lange, lange warm. Wie sich das auswirken wird, ist langfristig noch unvorhersehbar. Das hat auch Herr Pfister gesagt. Wir wissen nicht, wie das Klima, wo, wann sein wird, ob der Golfstrom hier oder dort vorbeiführen wird. Das ist alles noch unklar. Aber eines ist klar, zuerst wird es warm, dann vielleicht nass, schlussendlich vielleicht frostig, für 10.000 Jahre, meine Damen und Herren, irreversibel. Darauf müssen wir uns einstellen, das ist in der Tendenz nicht zu ändern. Das ICPP, International Panel on Climatic Change, hat exzellente wissenschaftliche Belege für die baldige Erwärmung. Aber langfristig weiß man über das Klima noch wenig. Wie sich die allmähliche katastrophale Erwärmung auf die Wolkenbildung und die Niederschläge auswirken wird, das steht in den Sternen. Denn für das Leben auf der Erde in erster Linie maßgeblichen Regen können die besten Modelle nicht vorhersagen. Herr Pfister nickt. Danke. Aber die Klimaeskalation geht viel rascher, wie auch immer, voran. Und zwar viel rascher als die Anpassungsfähigkeit der irdischen Lebewesen, einschließlich der Menschen. SOS, Hilfe, Not in Sicht. Nur wenige lassen sich von dieser Einsicht überzeugen. Tausendfach sind die Ausreden und die fatalistischen Verhaltensweisen, das Wissen im Volk, in der Wirtschaft, in der Politik und das Bewusstsein über die langsam nahende Klimakatastrophe ist mager. Vor kurzem stand im Guardian, in der berühmten englischen Zeitung: Finally, decision makers tend to be the wealthy members of the society. Also die Politiker sind die Reichen. And that applies across the world, whether the countries concerned are rich or poor. Wealth can buy a large degree of personal immunity from all kinds of catastrophe. Also mit Geld kann man sich vor der Katastrophe retten und eine Zweitwohnung im Simmental bauen. And in most countries, that wealth can be handed on the future generation of your family, thus ensuring that children and grandchildren who will probably see the catastrophe have a good chance to walking away unscathed. Also werden Sie reich, dann werden Sie verschont, ist die Botschaft. Gilt das für alle? Vor 37 Jahren gab es im Raum Basel erfolgreichen Protest, sehr erfolgreichen Protest gegen das Atomkraftwerk Kaiseraugst und andere. Und heute gegen den millionenfach bedrohlicheren Klimawandel, wo ist der Protest? Nichts dergleichen. Bitte um Erklärung. Wir sind sprachlos. Dankeschön. Jetzt ist es an Ihnen, die Antworten, die wir gestellt haben, vielleicht zu beantworten. Aber lieber aus der hintersten Reihe als aus der vordersten. Dann gehen wir doch gleich mal nach hinten, Herr Speich. So, meine lieben Schüler. Wer möchte zuerst? Es gibt keine blöde Frage, es gibt eigentlich nur blöde Antworten, was wir immer so schön lernen. Wer hat den Mut, etwas zu sagen? Das ist das Wichtigste, was ihr machen könnt. Etwas sagen. Der mutige Mann da vorne. Ich denke, viele sind sich des Problems gar nicht bewusst. Ich denke, die konzentrieren sich nur auf das Hier und Jetzt, was in der Schule abläuft, was sie später für einen Job nehmen. Die merken gar nicht, was da um sie herum abläuft. Vielleicht lesen sie es mal in der Zeitung, aber
ja, die Jugend, was die in der Zeitung liest, das vergisst die schnell wieder. Also, so ist es bei mir. Und das war eigentlich alles. Gibt es sonstige Fragen? Ja, ich möchte gleich ein Stichwort aufnehmen, das Sie gesagt haben. Bewusst, es ist uns gar nicht so bewusst. Sie wissen sehr viel, wir wissen sehr viel, aber zwischen gewusst und bewusst ist ein riesengroßer Unterschied. Weitere Fragen? Bitte das Mikrofon einfach weiter. Sie können auch einfach schimpfen. Also, ich habe eher das Gefühl, dass vielen ist es bewusst, aber sie wollen es nicht wissen. Sie wissen, dass es eine Klimaerwärmung gibt, aber sie schieben es dann lieber ins Unterbewusste. Ja, diesen Eindruck habe ich auch. Das stimmt genau, also so sehe ich es auch. Man verdrängt einfach. Ja, ich glaube, viele wissen es, wie er gesagt hat, aber sie glauben auch nicht, dass überhaupt die Möglichkeit besteht, dass sie alleine etwas erreichen können, also hier irgendetwas zu ändern. Das ist auch meine Auffassung, aber allein können sie wenig machen, aber sie sind mindestens 24. Also sie können sich zusammentun, sie können miteinander sprechen. Im Schiller, das ist ein Epos über den nicht gelebt habenden Helden der Schweiz, der Wilhelm Tell. Dort steht geschrieben, der Mächtigste ist allein oder der Starke ist allein der Mächtigste. Also man kann allein etwas machen, man kann schreiben, man kann den Zeitungen schreiben, man kann die Lehrer bitten, dass das thematisiert wird. Man kann sich auch zusätzlich informieren, man kann Leserbriefe schreiben in die Zeitungen. Auch wenn Sie 100 Leserbriefe schreiben, wird vielleicht einer abgedruckt, aber das ist mehr als keiner. Also es gibt Möglichkeiten. Sie dürfen die Hoffnung nicht verlieren, obwohl es wenig Hoffnung gibt. Aber Luther hat gesagt, wenn morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Wir haben zwei weitere Fragen, bitte. Ich habe das Gefühl, dass es schon welche Leute gibt, die sich dem Problem bewusst sind, aber sich sagen, ja, das macht dann schon ein anderer, das wird dann schon noch geschehen. Also, das ist jetzt noch nicht so dringend und man ist sich zwar des Problems bewusst, aber nicht so direkt. Also man weiß, dass es dann mal passieren wird, aber man hat das Gefühl, ja, das kann man auch später noch machen. Genau richtig getroffen, so ist es. Bei der Atomenergie-Diskussion, da sah man das Gespenst eines Kühlturmes, und man hatte die Wirkung der Atombombe von Hiroshima noch in Erinnerung. Und Herr Pfister hat gesagt, das Klima ist individuell nicht wahrnehmbar. Sie können nur einen heißen Sommer feststellen oder einen kalten Winter. Aber das Klima, das langsam schleichend kommt, das ist sehr schwer bewusst zu machen. Da muss man schon gescheit sein, ein gescheiter Schüler sein, ein gescheiter Wissenschaftler sein, ein gescheiter Politiker sein, dass man diese abstrakte Situation der Gefahr, und das ist das Klimaproblem, eben mindestens so ernst nimmt oder viel ernster nimmt als alle anderen Gefahren. Aber es ist so diffus, es ist so schleierhaft, so nebelhaft, wie manchmal über dem Mittelland. Da war noch eine Frage. Zum Glück haben Sie in Basel mehr Sonne. Ja, ich wollte Sie fragen, ob es vielleicht helfen würde, wenn mehr einflussreiche Politiker oder also auch mehr reichere Leute sich mit dem Klimawandel beschäftigen würden und dann, also auch Präsidenten, ob sie das Thema dann aufrufen und dann sich mehr Menschen dafür interessieren. Ja, natürlich wäre das schön. Aber die Politiker wollen gewählt werden. Von den Reichen kann man das Sparen lernen. Also das ist nicht so leicht. Aber man kann diese Leute anschreiben. Man muss nicht Fensterscheiben einwerfen im Bundeshaus, obwohl das auch nicht so schlimm wäre.
Aber man kann der Bundesrätin Doris Leuthard kann man Briefe schreiben. Viele Briefe. Man kann den reichen Leuten freundliche, anständige, konstruktive Briefe schreiben. Man muss ja nicht beschimpfen, das kann man vorher im Klassenzimmer machen. Aber es gibt eine Möglichkeit, aktiv zu werden. Sie, meine lieben jungen Leute, Sie sind die Betroffenen. Sie sind die Betroffenen. Nur Ihnen glaubt man, dass es schlimm wird und dass wir es nicht so haben wollen. Mir ist das egal. Wenn ich 90 werde, dann das gibt noch 16 Jahre, bis da passiert nicht viel. Aber Ihnen passiert das. Ihnen passiert das. Sie sind betroffen und Sie können aus der Betroffenheit heraus ganz anders argumentieren, viel glaubhaftiger argumentieren, als es Professoren und heutige Politiker und Bankdirektoren und der liebe Armand Rudolf von Rohr kann. Ich würde es mal so sagen, dass wir vielleicht mal nach unten zu den Erwachsenen gehen, ob sie vielleicht auch. Ja, die haben jetzt genug Schelte erhalten. Ob sie auch noch etwas anmerken möchten? Ja, dort hinten noch. Bitte schön, ja. Fabienne. Die Jungen haben Vortritt. Absolut. Also meine Frage ist eigentlich, was würde es geschehen, wenn wir nichts dagegen unternehmen würden, sondern einfach noch so weitermachen, wie wir es bisher gemacht haben? Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das ist das Wahrscheinlichste, was eintreten wird. Wir werden wohl ein bisschen darum herumschrauben, aber es wird eigentlich so passieren, wie es passieren muss. Also es wird uns ja nicht so direkt betreffen. Es betrifft die Leute in Bangladesch oder im Tschad oder in Holland auch oder in anderen Gebieten der Erde. Bei uns wird die Temperatur schon ein bisschen ansteigen. Die Gletscher gehen zwar flöten, die sind Ende Jahrhundert nicht mehr zu sehen. Uns in der Schweiz passiert hier direkt nicht sehr viel. Aber global bricht die Wirtschaft zusammen. Und es gibt Klimaflüchtlinge oder Auswanderer. Es gibt Ressourcenkrieg. Das wird uns sehr schwer zu schaffen machen, weil die Schweiz ist nicht mehr die Schweiz von 1935, sondern die Schweiz von 2015 ist eine extrem sensible, extrem vernetzte, global empfindliche Schweiz. Wir werden also den Gürtel enger schnallen müssen. Wir werden wieder mehr eigene Landwirtschaft betreiben müssen. Wir werden länger arbeiten müssen. Wir werden erst mit 70 pensioniert. Und das wird so ungefähr die Zukunft sein, die Sie hier leben. Ich denke, im Jahr 2400 beginnt sich das Problem allmählich zu entschärfen, weil dann die Erdbevölkerung wegen äußerst tragischen Ereignissen verschiedenster Art auf etwa 3 Milliarden zusammengeschrumpft ist. Dann dämmert es in den Köpfen. Aber das ist auch jenseits von eurem Leben. Gibt es ansonsten vielleicht von den Erwachsenen?